Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Mario Party Island Tour und wir spielen den Bowser's Turm Turnier. Und wir gucken uns mal an, was da drinnen so abgeht. Ich spiele logischerweise mit Mario und starte einfach mal. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. So, ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen. Oh. Ein wenig Story oder was ist da los? Daisy, Peach, Wario, Waluigi, Buhu, Mario, Luigi, alle waren da. Einst lebten unsere Helden ein vergnügliches Leben. Doch dies war Bowser ein Dorn im Auge und so schmiedete er seine Pläne. Nichts kann mich davon abhalten, meine eigene Party auf der Partyinsel zu schmeißen. Okay. Wow. Nachdem Bowser diese Worte gesprochen hatte, errichtete er am Rande der Partyinsel einen gar gruseligen Turm. Hiermit taufe ich dich Bowser-Turm. In diesem Turm werde ich meine eigenen Luftblasen herstellen. Okay. Aus diesen Luftblasen erschuf Bowser gar wundersame Kreaturen. Dies war der Beginn der größten Krise, die jemals die Partyinsel heimsuchte. Boah, das scrollt von alleine und ist voll schnell. Wird es unseren Helden gelingen, Bowser zu besiegen und die Partyinsel zu retten? Oder werden sie... Ihr Schicksal liegt in deiner Hand. Nimm all deinen Mut zusammen und stell dich dem Horror von Bowsers Turm. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bowsers Turmturnier. Der sieht ziemlich hoch aus. Warte, Mario! Warte auf mich! Als ich hörte, du seist auf dem Weg zu Bowsers Turm, bin ich direkt losgerannt. Ich dachte mir, vielleicht könntest du meine Hilfe gebrauchen, auch wenn ich nur ein kleiner Tot bin. Hab vielen Dank. Also gut, dann stellen wir diesen Turm mal auf den Kopf. Los geht's! Nanu, ist dort etwa ein Besucher vor meinem Turm, der um Einlass bittet? Tritt ruhig ein, Mario. Versuch nur, in die oberste Etage zu gelangen. An mir und meinen Luftblasen kommst du nicht vorbei. Fliegt, meine Schergen, fliegt! Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Etagen, wenn ich das richtig sehe. Was ist das dort über den Türen? Sind das Minispiele? Ach du Scheiße. Marius? Und gleich so viele? Bestimmt wieder mal einer von Bowsers absurden Einfällen. Wenn du das Minispiel nicht gewinnst, wirst du die entsprechende Tür nicht öffnen können. Ja. Welches Minispiel möchtest du spielen? Ich konnte keine Schwierigkeit einstellen und so weiter und so fort. Ach, die stehen auf schwach, glaube ich. Ich kann jetzt ein Minispiel auswählen. Kubus, Keilerei oder Abseilrennen. Ich denke, bis hierhin ist auf der untere Bildschirm noch nicht so relevant gewesen. Ich war in beiden nicht so gut, ne? Aber es ist gegen... Ich nehme mal hier Abseilrennen. Ja, doch. Und ja, da stand schwach bei den NPCs. Ich denke mal, dass die jetzt immer stärker werden, je höher wir kommen. Okay. Gucken wir einfach mal. So. Ups. Bereit? Bereit? Los! Einfach nur präzises Timing. Ja. Das ist natürlich hier, ne, eigentlich ja gar keine Schwierigkeit. Wow. Man kann echt früh abspringen. Wow, es war... Ob das an den Büschen auch was ändert? Weil jetzt bin ich nirgendwo gegengekommen. Ich frage mich gerade, ob das daran lag, dass ich gut war oder ob das bei Schwach noch ein bisschen einfacher ist. Vielleicht ist es nicht so langsam oder so, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hab ich gut gemacht. Aber naja, die Gegner waren halt jetzt auch nicht wirklich Gegner. Leider. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall schon mal diese Tür geöffnet und... Wo kommen wir jetzt hin? Und so gingen die tapferen Helden die Treppen nach oben in eine weitere Etage. Bowsers Turmturnier, zweite Etage. Wieder drei Marios, diesmal auf dem Schwierigkeitsgrad. Die Frage stellt sich mir immer noch. Ich weiß es nicht. Immer noch schwach.
Welches Minispiel möchtest du spielen? Was? Das hatten wir noch nicht. Dann spiele ich das. Was mir so ein bisschen... Naja. Bewegen, Häschen aufnehmen, absetzen. Fangen die Häschen und bringen sie in das Gehege. Ja, alles klar. Ich bin gerade nur ein wenig verwirrt, weil da stand, das soll 90 Minuten dauern. Aber wenn das nur 6 Minispiele sind, dauert das ja keine 90 Minuten. Naja. Schauen wir einfach mal. So, Häschen, Häschen, Häschen. Oh, wieso bin ich so schlecht? Ey, der hat den nicht reingetan. Das ist ein Goldener. Ja, gut. Ich hatte zwar einen richtig schlechten... Die haben ja alle erst 2 Punkte. Da kann ich ja schon eigentlich aufhören. Oh, den Goldenen macht er noch. Sauber. 12 Punkte. Das ist doch ganz gut. Ja. Die haben nur 2 und 3. Also, hä? Häschenhäscherei. Häschenhäscherei. Ja. Lustiger Name, der Minispielname so an und für sich. Ja, und das machen wir jetzt 6 Mal, oder wie? Wobei, nee. Ach. Unten werden zwar 6 Etagen angezeigt, aber wir sind immer noch auf Etage 1. Also laut Bild. Ja, doch. Weißt du, was dir jetzt blüht? Bowsers Willkür! Bloß damit du es weißt, damit könnte dein Aufstieg in meinen Turm ein jähes Ende finden, Mario. Möge Bowsers Willkür entscheiden. Ja, Schergen werden viel stärker. Nein! Bereit für das Urteil, du musst noch einmal von vorn, also vom Fuße des Turms beginnen. Schon gut, das wäre selbst für meine Verhältnisse ein bisschen zu fies und gemein. Ich werde dieses Mal ein Auge zudrücken, aber erzähl... Ja, hä? Das ist ja ein bisschen doof. Das linke Minispiel kenne ich auch schon. Habe ich das im Let's Play gespielt? Ich habe das, glaube ich, mal ausgetestet. Weiß nicht, ob das vielleicht auch im Stream war. Ne, doch, das war im Stream. Genau, im Stream habe ich das gespielt. Ich fand das auch ein bisschen... Ja, ich werde wahrscheinlich da... Ich werde überall gewinnen. Wir nehmen mal das, weil das kenne ich noch nicht. Gumba Rodeo. Ah, okay. Mit dem Touchpen. Kreise zeichnen, Lasso werfen. Wirf dein Lasso und fange möglichst viele Gumbas, bevor man sie dir wegschnappt. Führe mit dem Touchpen kreisende Bewegungen. Ich hätte noch weiterlesen können, wenn ich nach unten gescrollt hätte. Habe ich aber nicht. Aha, das war ein bisschen doof. Gut, dann machen wir das. Zeig mal her, zeig mal her. Woo! So, ich muss da... Okay. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Also je länger ich kreise, desto größer wird mein Lasso. Und ja. Ich muss halt irgendwie so den Moment abpassen, wo dann am meisten Gumbas zu erwischen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das... Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel komplett versteht. Also... Das ist jetzt ein wenig... Ich habe jetzt 43 Punkte. Ihr seht daran, dass die anderen NPCs so wenig haben, dass es einfach auch daran liegt, dass die so schwach sind. Ich gehe einfach mal davon aus, wenn ich gegen stärkere NPCs spiele, dann machen die auch größere Kreise und werfen die besser. Ich weiß es nicht. Das kam mir jetzt richtig einfach vor. Aber ich spiele auch gegen schwach. Also von daher, aber so das... Es ist halt so ein bisschen Timing. Du kannst drehen, dadurch wird dein Lasso größer. Und wenn du dann loslässt, wenn dann halt kurz vor dir einer auch ein Riesenlasso loslässt und der alle Gumbas kriegt, dann kriegst du halt keine. Das ist halt die Schwierigkeit. Da musst du immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, wie groß mache ich das jetzt oder welchen Zeitpunkt wähle ich. Ja. Oh, 3 Daisies. Vielleicht sind die ein bisschen stärker. Diese Kreaturen sind ja alle Daisies. Richtig unheimlich. Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Die sind aber auch schwach. Das kenne ich nicht. Das kenne ich. Ich nehme feurige Fitness. Vielleicht kenne ich das doch. Ich bin mir nicht ganz sicher.
unten ducken, springen. Spring hoch und duck dich, um nicht von den kreisenden Feuerwehr. Okay. Also wir können uns ducken und wir können springen. Okay. Kriege ich hin. Ach so. Und die werden immer schneller oder was? Und unregelmäßiger. Oh. Der unten ist mega langsam. Das war ein bisschen verwirrend. Es ist auch nicht ganz so einfach zu sehen, wann der wirklich so bei dir ist. Naja. Aber ihr seht, es ist relativ einfach. Die haben sich wahrscheinlich von jedem treffen lassen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber gegen starke NPCs stelle ich mir das schwierig vor. Ich fand das nicht ganz so einfach. Ja. Ich fand es nicht ganz so einfach. Schwach, normal, stark, extrem, meisterlich. Hm. Es könnte oben aber auch richtig, richtig schwierig werden. Haben wir eigentlich Leben oder sowas? In irgendeiner Art und Weise? Und hier kommen... Ach, und jetzt kommt wahrscheinlich ein Boss. Kann es sein? Bestimmt. Ich kann nicht sehen, was vor uns liegt. Tut mir leid, aber ich bin leider so gut wie nachtblind. Das ist doch... Ach du meine Güte, ein Goomba-Turm! Lauf! Oh, Mario vs. Goomba-Turm. Das ist cool. Okay. Bewirf den Goomba-Turm mit Äpfeln und hör auch nicht damit auf, wenn die Goombas am Boden liegen. Okay. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Mario Party 9-Style mit den Bossen. Aber es gefällt mir. Es gefällt mir. So. Ein Goomba-Turm. Oh nein, wie böse. Aber ich werde ihn... klein machen. Bam. Okay. Ich wollte gerade den Goomba aufheben, aber das... Ja, hallo? Bleiben die dann immer auf dem Boden liegen? Oder stehen die auch nochmal auf? Hallo? Goombas? Stehen die nicht mehr auf? Doch. Ja, die gefährlichste Phase ist ja, wenn, Die gefährlichste Phase ist ja dann, wenn die sich wieder sammeln, zum Turm laufen, weil dann können die dich ja auf dem Weg dahin, könnten die dir durch den Weg, könnten die dir halt, ne, über die Füße laufen. Oh nein, jetzt ist der Goomba-Turm ein höher, oder was? Das ist doch nur gut für mich. Oder sind die jetzt auch schneller? Also. Ah, die ist an und für. Aha, jetzt gibt es nicht nur Äpfel, sondern auch Dinger, die sich. Die wehtun. Und jetzt. Mach ich alle platt. Oh, er ist schneller wieder aufgestanden. Ihr seid so klein, ihr seid so klein. Ihr habt keine Chance gegen mich. Gut, das ist jetzt nicht der allerschwierigste Boss, den man sich so vorstellen kann. Aber gut, wir freuen uns erstmal darüber, dass es überhaupt so etwas gibt. Und vielleicht ist der ja auch auf... Ja, jetzt lernen reden, Junge. Vielleicht ist der ja auch auf schwach, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er ja nochmal irgendwie schwieriger, weil er... auf stark dann schneller laufen kann oder so. Ich weiß es nicht so genau. Auf der anderen Seite wird er wahrscheinlich immer nur da platziert sein. Den kann man ja sonst so... Ja, ich weiß es nicht. Also er war nicht schwierig. Aber ich denke mal, die Schwierigkeit kommt noch bei dem Bowser-Turm. Das denke ich allemal. So. Ab sofort kannst du auch den Goomba-Turm Bowling spielen. Ach so. Das ist gut. Ja, dann haben wir den ersten Abteil wahrscheinlich geschafft, ne? Du hast es geschafft, Mario. Das war einfach unglaublich. Ich wusste, du hast das Zeug dazu. Dein bisheriger Spielfortschritt wird gespeichert. Möchtest du dein Spiel anschließend fortsetzen? Ich würde sagen... Ich glaube, der Part ist vorbei. Dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut und spielen dann im nächsten Part weiter.
und schau mal, ob das auch nochmal schwieriger wird. Bedeutet, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao, tschüss. Euer Kornel. Tschüss.